Willkommen bei Lokal TV, der regionalen Berichterstattung aus Dülmen und Hattern am See. Wir halten Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in der Stadt der Wildpferde und im südlichen Münsterland. Das neue Jahr 2024 ist erst wenige Tage alt, genauso wie die guten Vorsätze, die sich viele Menschen zu Jahresbeginn vornehmen. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger in beiden Städten befragt, wie sie die allgemeine Situation einschätzen und was sie persönlich verändern möchten. Zu Epiphanias, dem Dreikönigstag, sind traditionell die Sternsinger von Haus zu Haus unterwegs, bringen den Haussegen und sammeln für einen guten Zweck. Wir haben die Kinder ein Stück begleitet. Mehr Mutprobe als sportlicher Wettkampf ist das Neujahrsschwimmen im Seebad des Halterner Stausees. Die Veranstaltung steigert sich zum Event und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Ein noch ganz weihnachtliches Thema ist die Krippenschau im Heimathaus Lebramsdorf. Sie wird nur alle 2 Jahre veranstaltet. Unser erster Beitrag widmet sich der Logistik. Ein Thema mit wachsender Bedeutung angesichts der weit verbreiteten Gewohnheit, seine Einkäufe frei Haus per Internet zu tätigen. Die Vorweihnachtszeit war für die Branche ein Belastungstest. Paketversand mit HID Logistik. Vor Weihnachten arbeiten die Logistikfirmen auf Hochtouren. So auch die Firma HID Logistik, die den Werkstätten Kartaus angeschlossen ist. Hier arbeiten auch Menschen mit Behinderungen. Ob DHL oder andere Dienstleister, zurzeit laufen besonders die Logistikunternehmen auf Hochtouren. Denn viele Waren sollen noch vor Weihnachten ausgeliefert werden. Das spüren auch die Mitarbeiter der Dürmener Firma HID Logistik. Täglich werden hier rund 250 Pakete versandt, weiß Leiter Thomas Krümpel. Also hier bei uns im Lager machen wir tatsächlich für 22 Online-Kunden das Fulfillment-Programm, so dass wir im letzten Jahr zum Beispiel über 30.000 Pakete alleine von uns verschickt haben. Tendenz in diesem Jahr steigend, also dass wir Ende November die 30.000 schon erreicht hatten. Wir haben hier aktuell 18 Menschen mit einer psychischen Erkrankung und 2 Kollegen, die die Beschäftigten unterstützen bei ihrer Arbeit. Die Firma HID ist ein Zweigbetrieb der Werkstätten Kartaus. Immer mehr Firmen aus Deutschland wollen die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um für den Versand eigener Waren, Personal und Technik einsparen zu können. Wir machen das Fulfillment-Programm für Online-Kunden oder auch andere Kunden. Bedeutet, wir machen die Anlieferung, wir machen die Warenkontrolle, es wird alles über ein Warenwirtschaftssystem erfasst, so dass wir zu jeder Zeit sagen können, welcher Artikel bei uns im Lager sich wo befindet und in welcher Stückzahl. Also es ist so, dass wir zum Teil bei den Kunden im Online-Portal die Lieferscheine rausholen, ausdrucken und oder sie per Mail geschickt bekommen, dann einen Versandauftrag erstellen, die über einen Scanner, weil alles bei uns mit Artikelnummern versehen ist, über einen Scanner aus den einzelnen Artikeln, die einzelnen Artikel rausholen, konfektionieren, nach Kundenwunsch verpacken und dann verschicken. Genau. Also je nach Kundenwunsch, es gibt unterschiedlichste Konfektionierungswünsche. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wie er die Kartonage gerne verschickt haben möchte. Und dementsprechend konfektionieren wir sowohl Paket als aber auch Palettenversand machen wir zum Teil. Genau, wir verschicken von Möbeln über Grabschmücke, über Kinderspielzeuge, die wir hier haben. Buchversendungen machen wir. Wir verschicken aber auch Flaschen, um einen kleinen Teil zu nennen. Wir sind in der Vorweihnachtszeit so weit, dass wir eine Abholung 2-mal täglich durch die DHL haben, wo wir, ja, also ich würde in diesem Jahr davon ausgehen, dass wir so rund um zwischen 250 und 350 Pakete am Tag mit Sicherheit verschicken. Das Interesse an den Dienstleistungen der Firma HID ist steigend. Dadurch könnte es demnächst zu einer Knappheit der Lagerflächen kommen. Ein Grund, Überlegungen für die Erweiterung des Betriebes anzustellen. Krippenausstellung im Heimathaus Lebramsdorf. Rund 50 ausgestellte Krippen gab es im Dezember im Heimathaus zu sehen. Alle 2 Jahre zeigen die Mitglieder des Heimatvereins ausgefallene Krippen aus Deutschland und anderen Ländern. Nicht nur Kaffee und Kuchen gibt es zurzeit im Heimathaus Lebramsdorf. Daneben lädt der Heimatverein zur Besichtigung der rund 50 ausgestellten Krippen ein. Die Krippenschau gibt es bereits seit 20 Jahren. Sie wird alle 2 Jahre wiederholt, wissen Reinhild und Reinhold Wischus vom Heimatverein.
Ausstellung findet schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren statt. Und ich habe das eigentlich die Organisation erst vor 6 Jahren ungefähr übernommen von der Frau Lenzdorf, die das also in den Jahren vorher immer federführend durchgeführt hat. Also in diesem Jahr haben wir rund 50 Krippen und auch rund 50 Aussteller. Ja, einige Adressen habe ich schon noch von der Frau Lenzdorf übernommen. Dann ist es in der Regel so, dass Besucher, die jetzt in diesem Jahr kommen, auch manchmal ihre Adressen da lassen, dass wir die in 2 Jahren dann anrufen dürfen. Die Krippenausstellung enthält auch in diesem Jahr wieder einige neue Krippen. Reinhold Wieschus freut sich über die große Zahl der Krippenbesitzer, die ihrem Aufruf zur Bereitstellung einer Krippe gefolgt sind. Wir haben ein oder zwei ganz unbesondere, die hier kommt aus, ne, Israel, und dann haben wir noch eine, die ist aus Mais hergestellt worden, also Maisblätter, Maiskolben, so, das sind so Highlights. Und ne, viel, wir haben auch da vorne eine große stehen, die ist selbst gebaut worden von vorne jemand, die hat im Keller unten zusammengebaut, also schon mal was Außergewöhnliches. Ne? Mit der Kamera machen wir einen Gang durch die Ausstellung. Nicht nur Krippen aus Deutschland gibt es zu bewundern. Diese Krippe kommt zum Beispiel aus Bethlehem in Israel. Leihweise zur Verfügung gestellt wurde sie von Eigentümern aus Anrechte. Ebenfalls außergewöhnlich ist diese Krippe. Nicht aus Holz, sondern aus Mais wurden einige Teile angefertigt. Bewundernswert sind auch die Miniaturkrippen. Eine Krippe passte komplett in eine Streichholzschachtel. Daneben konnten weitere Miniaturkrippen in einem Schrank bewundert werden. Besonderes Lob fand auch die Komposition der Gesamtausstellung durch die Anordnung der Krippenfiguren und Lichtquellen. Im Obergeschoss des Heimathauses ist die Weihnachtsgeschichte wirkungsvoll in Szene gesetzt worden. Die Besucher waren von der stimmungsvollen Atmosphäre begeistert. Also für mich ist der Eindruck jetzt hier, dass es alles sehr komprimiert ist, die mit kleineren Figuren sehr ins Detail rein. Also dieser Eindruck ist schon, ja, ist beeindruckend, sage ich mal. Also ist viel Liebe im Detail. Noch bis Sonntag, dem 17. Dezember, können interessierte Besucher sich die Ausstellung im Heimathaus Lippramsdorf anschauen. Jahresrückblick Dülmen 2023. In einer Zusammenfassung von 24 einzelnen Filmberichten konnten sich die Leserinnen und Leser der Dülmener Zeitung noch einmal das vergangene Jahr in Erinnerung rufen. Für die Sammelbüchse gab es ein paar Münzen. Auch zum Naschen für die Jugendlichen und Kinder war etwas dabei. Zum Dreikönigsschießen am Freitagabend hatte der Bürgerschützenverein alle Dülmener Schützenvereine eingeladen. Insgesamt 25 Mannschaften hatten sich eingefunden, um den begehrten Cup zu erringen. Zum zweiten Mal hatten die Rotary-Clubs aus Dülmen und Lüdinghausen zu einem Quizabend in die Aula des Schulzentrums in Dülmen eingeladen. Der Buzzer kam zum Einsatz. Schnelligkeit war gefragt. Denn das siegreiche Team wurde mit einem Geldpreis belohnt. Nach 2-jähriger Corona-Pause hatten die Organisatorinnen der Theatergruppe der katholischen Frauengemeinschaft in Buldern zu einer Karnevalsfeier in die Gaststätte van Lent eingeladen. Wir wollen nach Buldern fahren, denn da ist heute was los. Mehr als 100 Teilnehmerinnen hatten sich am Mittwochabend trotz schlechtem Wetter auf dem Overbergplatz versammelt. Eingeladen dazu hatte die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dülmen, Sarah Kattenbeck. Es wurden Kerzen entzündet und auf den Umriss des Friedenslogos gestellt. Am Dienstag, den 18. April 2023, fand ein Austausch des vorhandenen Stolpersteins an der Lüdinghauser Straße statt, wo die Familie Davidson früher gelebt hatte. Einjähriges Betriebsjubiläum feierte jetzt das erste schwimmende Solarkraftwerk Deutschlands auf dem Silbersee 3.
Betreiber ist die Quarzwerke GmbH. Mit einer Leistung von gut 3,3 Megawatt ist dieses sogenannte Floating PV-Projekt bundesweit das größte seiner Art. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Kaiserschießen am Samstag. Am Umzug durch das Dorf beteiligten sich auch Abordnungen aller Dülmener und befreundeter Schützenvereine. Mit dem 87. Schuss gelang es Jan Kersen, den amtierenden Kaiser Dieter Kleinschnieder, abzulösen. Zum ersten Mal wurde der alljährliche Wildpferdefang aus der Meerfelder Wildpferdebahn live auf den Marktplatz übertragen. Das ist halt eine absolute Premiere. Wir haben extra eine Satellitenübertragung gebucht, also sehr, sehr aufwendig, um allen Menschen auf der großen Leinwand den Wildpferdefang zu zeigen. Das Wetter passt, also ich bin richtig heiß auf den Wildpferdefang heute. Dann segelten die ersten Chips in die Menge und wurden sofort eingelöst. Mit so vielen Teilnehmern auf einmal startete beim Autoscooter nur selten eine Runde. Unfälle waren vorprogrammiert. Das Gruselkabinett Gost lockte ebenfalls die ersten Unerschrockenen in den Geistergarten mit. Die Schausteller erwarten angesichts der sonnigen Wetterprognosen für alle Tage guten Besuch. Die Harry Potter Story stand im Vordergrund einer Ferienaktion im 1A in Dülmen. Verantwortlich für die Durchführung der Veranstaltung war das Kulturteam der Stadt Dülmen. Zum Abschluss des Harry Potter Tages bekamen alle das Siegel von Hogwarts auf den Deckel der Galaxie gebrannt. Ein toller Nachweis für einen tollen Nachmittag. Die Lichtgestalten bewegten sich über den ganzen Marktplatz und zogen dabei die Menschen in ihren Bann. Besonders die Kinder waren von der Darstellung der großen und kleinen beleuchteten Drahtfiguren begeistert. Am Ende gab es lauten Beifall. Langeweile kommt auch diesmal in den Schulferien nicht auf. Zumindest nicht auf dem Reiterhof Holsterbrink in Rorup. Dort läuft zurzeit die Hofwoche, an der Kinder teilnehmen können. Morgens steht zunächst die Pferdepflege auf dem Programm. Da werden alle Hände gebraucht. Endlich war es soweit. Der neue Dülmener Bahnhof wurde seiner Bestimmung übergeben. Dazu hatten sich am Freitag etliche Gäste aus Verwaltung, Fördergebern und beteiligten Firmen eingefunden. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Band Treat 3D.0 begleitet. Ich bin total zufrieden und glücklich, dass wir es fertig haben und geschafft haben, denn es war natürlich schon eine ambitionierte Bauzeit. Besonderes Interesse dabei fand das neue Fahrradparkhaus. Das Fahrradparkhaus bietet 700 Stellplätze für Fahrräder, auch für Lastenräder oder für Fahrräder mit Anhängern, für Kinderfahrräder, also für im Grunde genommen eine große Bandbreite an Fahrrädern, die wir hier unterbringen können. Eine außergewöhnliche Ausstellung eröffnete am Samstag, den 26. August 2023, in den Räumen Börnste 45 von Künstler Peter Baron von Imhoff. Besucher konnten zum ersten Mal einen Blick in die Ausstellungsräume und die Künstlerwerkstatt werfen. Am Samstag und Sonntag, dem 10. September 2023, war es wieder einmal soweit. In der Dülmener Innenstadt präsentierte sich der Kartoffelmarkt. Den meisten Zulauf hatte die Veranstaltung wieder am Sonntag. Neben den Ständen mit kunsthandwerklichen und sonstigen Artikeln lockte insbesondere die Hollandmeile mit Blumen und anderen niederländischen Spezialitäten. An unterschiedlichen Orten in der Stadt konnten die Besucher Kunst und Kultur erleben. So auch im neuen Funktionsraum der VHS an der Borkener Straße. Hier präsentierten zwei Künstlerinnen ihre Bilder, das Ganze begleitet von Musik. Endlich war es soweit. Am Freitag, dem 29. September 2023, wurde der erste Bauabschnitt der B67N B474 zwischen Reken und Dülmen und der Anschlussstelle Dülmen Nord der A43 im Rahmen einer symbolischen Freigabe für den Verkehr eröffnet. Im Anschluss an die Ansprachen fand die symbolische Freigabe mit dem Durchschneiden des obligatorischen Bandes statt.
Ich würde es kaum glauben, aber seit über 33 Jahren ist die Mauer gefallen und seit 33 Jahren besteht die Städtefreundschaft zwischen der Stadt Dülmen und Fehr-Berlin. Und ich kenne viele Städte, die sich nach der Wende zusammengefunden haben, wo die Freundschaften heute nicht mehr existieren. Eigentlich gehört dazu, Kleinigkeiten wie Kleinreparaturen erledigt zu haben, wofür ein Handwerker zu teuer ist. Und wir wollen dem Handwerk keine Konkurrenz machen. Ausgetragen wurde das Rennen auf dem Areal der Kapelle Fisbeck zwischen Seppenrade und Dülmen. Bereits am Samstagvormittag hatten sich etliche Teilnehmer und Zuschauer in Fisbeck versammelt, um die Wettkämpfe mitzuerleben. DHL oder andere Dienstleister, zurzeit laufen besonders die Logistikunternehmen auf Hochtouren. Denn viele Waren sollen noch vor Weihnachten ausgeliefert werden. Das spüren auch die Mitarbeiter der Dülmener Firma HID Logistik. Täglich werden hier rund 250 Pakete versandt, weiß Leiter Thomas Krümpel. Das Interesse an den Dienstleistungen der Firma HID ist steigend. Dadurch könnte es demnächst zu einer Knappheit der Lagerflächen kommen. Ein Grund, Überlegungen für die Erweiterung des Betriebes anzustellen. Ja, ein Motto haben wir in diesem Jahr tatsächlich nicht. Im letzten Jahr hatten wir das Motto vom Kindergarten Meerfeld. Die haben ja dann Fahrzeug 1 dekoriert. Dies ist in diesem Jahr entfallen, alleine schon aus Zeitgründen unsererseits. Wir werden diesmal auch selber nicht mitfahren. Jahresrückblick Haltern am See 2023. In 25 Filmberichten gab es zum Jahresende noch einmal eine Zusammenfassung aller wichtigen Ereignisse in Haltern. Hat es bei mir auch nicht zum Mitlaufen gereicht, sondern nur zur Eröffnung. Aber auch das war eine schöne Sache. Mit 35 Minuten und 13 Sekunden erreichte bei den Männern Phil Lebenbach von der Laufgruppe Rhein-Wied als erster das Ziel. An zwei Ausgabetagen möchte die Tafelspender und Tafelkunden bei einer warmen Suppe zusammenbringen. Die Tafel möchte sich mit dieser Aktion bei Beteiligten bedanken. 650 Menschen versorgt die Tafel insgesamt. An zwei Ausgabetagen pro Woche kommen jeweils 100 Personen. Wir halten sie noch für dich, denn du möchtest uns noch etwas mitteilen. Ich taufe dich auf den Namen Möwe. Wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. In Gottes Namen. Alternatives Heizen ist gefragt. Doch Häuslebauer und Hausbesitzer, die umrüsten wollen, stoßen auf Schwierigkeiten. Denn die Nachfrage nach einer Wärmepumpenheizung ist groß, weiß Sanitärfachmann Ulrich Berse aus Haltern am See. Die Wärmepumpen hier haben teilweise sehr lange Lieferzeiten. Der Herr Lebewart hat letztlich mehrere Monate auf die neue Anlage gewartet, bis sie geliefert werden konnte. Endlich war es wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause durch die Corona-Pandemie hatte die Stadtagentur Haltern jetzt wieder zum Kiep, dem Kabarettpreis des Münsterlandes, eingeladen. Hast du das Handy in der Hand oder hat das Handy dich in der Hand? Genau. Ne? Nehmen wir nach. So. Der Kiep 2023 geht an einen Künstler, der bissig, aber nicht verbissen und mit intelligenter Unterhaltung die Jury überzeugt hat. Das war wirklich eine Investition der Quarzwerke und da muss man das, ja, diesen Kosten-Nutzen passend definieren und das war für uns zu dem Zeitpunkt die optimale Größe.
Schlange stehen war angesagt beim ersten Feierabendmarkt auf dem Alten Markt in Haltern am See. Trotz kalter Witterung hatten sich etliche Besucher eingefunden, um Speisen und Getränke zu genießen. Leider sorgte der einsetzende Dauerregen für Umsatzeinbußen. Die Veranstalter hoffen beim nächsten Abendmarkt auf besseres Wetter. Der Heimatverein Sieten hatte zum Mühlentag eingeladen und zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, am Pfingstmontag bei der Sietener Mühle vorbeizuschauen. Seit der Eröffnung im Sommer 2022 haben bereits etliche Gruppen den Escape Room durchlaufen und die Flucht der Römer vom Lager Aliso miterlebt. Eine neue Gruppe versucht das Rätsel um die Flucht der Römer zu ergründen. Die Spielleiterin gibt letzte Hinweise. Aus dem Regieraum kann sie den Spielverlauf verfolgen und eventuell Tipps geben. Mit Unterstützung gelang es, alle Rätsel zu lösen. Als Nachweis gab es eine Teilnehmerkarte mit Zeiteintrag. Wir haben es geschafft, der 493. Schuss ist gerade gefallen und wir haben einen neuen Schützenkönig. Wir sehen, der Kasten oben ist leer, hier wird gefeiert, die Kapelle spielt. Klaus Lehmacher, unser Oberst, ist neuer Schützenkönig der Schützengilde Haltern geworden. Also durch Corona wurde ich von heute auf morgen arbeitslos. Ich komme aus der Veranstaltungsbranche und hatte ja von heute auf morgen eigentlich nichts mehr zu tun. Und die Alpakas oder die Leidenschaft für Alpakas, die gab es bei mir schon immer. Man nimmt ja an, dass Segeln ein teurer Spaß sei, aber wir treten an, um auch ja, das Gegenteil zu beweisen. Also man kann hier im Jahr, bis vor kurzem, das ist etwas erhöht worden, kann man für 120 Euro jeden Tag segeln. Ja, wie Bürgermeister Stegemann gesagt hat, wird das unsere Brücke und nicht die der Touristen. Am Wochenende war es wieder soweit. Das Römerschiff Victoria wartete am Anlegesteg beim Hotel Seehof auf Ruderer. Und die ließen nicht lange auf sich warten, denn jeder war eingeladen, mitzurudern. War wirklich anstrengend teilweise, weil wir auch ein bisschen Stückchen gesegelt sind, aber da mussten wir alles wieder zurückrudern. Aber sonst geht's, war schön. Schnell leert sich das Boot, denn die nächsten Ruderer warten schon. Unter dem Motto, die Imperien kehren zurück, trafen am Sonntag, den 10. September 2023, die Darsteller aus den Star Wars-Filmen sowie römische Legionäre aus der Zeit des römischen Imperiums am LWL Römermuseum in Haltern am See aufeinander. Seit ein paar Wochen hat die Ausbildung für viele junge Menschen in den Büros und Werkstätten begonnen. In der Lehrlingswerkstatt der Gelsenwasser AG wird gebohrt und gesägt. Ein Gewinde wird auf ein Rohrende geschnitten. Ältere Auszubildende erlernen bereits den Umgang mit dem Schweißgerät. Der Ausbilder gibt dazu Anweisungen. Zum Herbst? Das müssen wir mal abwarten, wie viel da rauskommt. So geschätzt, also, voriges Jahr waren über die Hälfte. Die kommen aber alle jetzt in Fischbecken wieder, in Wasserbecken oder? Die Karpfen kommen erstmal in Helterteiche. Wer in den letzten Tagen einen Waldspaziergang in der Hart machte, konnte eine alte Technik für das Rücken von Baumstämmen aus dem Wald wieder erleben. Zwei Kaltblüter zogen gefällte Baumstämme aus dem Wald. Hallo zusammen, mein Name ist Klaus Bilkenroth. Im Namen der Halterner Initiative Haltern am See tut gut, möchte ich Sie begrüßen auf dem diesjährigen Halterner Gänsemarkt.
Endlich ist es wieder soweit und wir können das heute in ganz neuem Gewand präsentieren. Also ich war schon ein paar Mal auf dem Gänsemarkt, aber an sich sieht das richtig gut aus von den ganzen Ständen hier. Ja, ist super. Also sind schon viele Leute auf jeden Fall da. Ich hoffe, es kommen gleich noch mehr. Ja, wir wurden heute Mittag zu einem Sturmeinsatz auf der B58 auf der Weseler Straße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hat sich ein Bild dargestellt, dass ein Baum auf einem LKW lag. Ein PKW war auch mit beteiligt mit einer leicht verletzten Person, die vom Rettungsdienst dann verseucht worden ist. Der Siethener Krippenweg ist eröffnet. Zur Freigabe hatte der Förderverein Schloss Siethen am Sonntag, dem 3. Dezember 2023, eingeladen. Ja, das Besondere ist, dass man halt Gemeinschaft natürlich dabei auch hat, weil man sich trifft, weil man nicht nur Moos sammelt, sondern vielleicht dann auch einen Glühwein trinkt dazu oder ein Würstchen grillt. Das war sicherlich großer Aufwand. Wir müssen davon ausgehen, dass wir einige hundert Meter Stromversorgung verlegt haben, weil viele Krippen doch strommäßig versorgt werden müssen. Da sind noch einige wenige mit Batteriebetrieb. Und wir haben 250 Meter Lichtschläuche verlegt, um jetzt die Orientierung zu behalten. Kalt und trocken war es am Freitag, den 1.12.23. Dazu die neue Weihnachtsbeleuchtung auf dem alten Markt. Der erste Eindruck ist eigentlich sehr gut. Ist alles schön anzusehen und der Glühwein schmeckt natürlich auch. Und das ist das Wichtigste. Neujahrsschwimmen im Seebad Haltern. Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um sich am Neujahrstag in die Fluten des Halterner Sees zu stürzen. Ein kalter Wind und dazu am Anfang etwas Regen schreckte die Zuschauer und Teilnehmer des Halterner Neujahrsschwimmens 2024 nicht ab. Insgesamt 519 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um sich um 14 Uhr in das nur rund 6 Grad kalte Wasser des Halterner Stausees zu stürzen. Viele davon waren zum wiederholten Male dabei. Wir werden gleich sich auch in den See stürzen. Selbstverständlich. Ja. Aus diesem Grund bin ich hier. Ich habe schon erkundigt, wie kalt das Wasser ist. Ich bin aber erst mal dabei, um zuzuschauen. Also? Ja. Bruder macht das jetzt das vierte Jahr und jetzt wollte ich ihn einmal zuschauen. Dritte Mal. Genau, die Anstecker hängen ja da noch von den letzten Jahren. Wunderbar, liebe Freunde. Ist erfrischend. Ja, es ist eiskalt, aber ich finde, das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimmste ist, wenn man vorne im Sand steht, die 10 Minuten noch, bevor man wartet. Da werden die Füße so kalt, das ist schlimmer, als wenn man ins Wasser geht. Organisiert wurde das Ganze unter anderem vom Lions und Rotary Club, der DLRG, dem Malteser Hilfsdienst und den Stadtwerken Haltern am See. Wird ein neuer Rekord werden. Alle Buttons sind schon ausverkauft. Also insofern voller Strand sozusagen. Und wir machen das dann so, dass um 14 Uhr, heute ist das Wasser ja ziemlich weit vorne, laufen wir schön am Strand entlang alle zusammen und dann über den Nichtschwimmer in das große Wasser hinein, sodass es da schon eine gute Action sein wird. Ja. 6,5 Grad, glaube ich, der See heute. Ein bisschen kühler als an der Luft. Genau. Wie muss man sich denn verhalten, wenn man reinrennt, damit man keinen Herzinfarkt kriegt? Ich sage immer Luft anhalten und dann rein. Möglichst schnell den Kopf ausschalten, die Luft anhalten und dann wieder raus. Um 14 Uhr war es dann soweit. An der Ziellinie hatten sich mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt. Nach Ende des Countdowns stürmte eine ganze Lawine den Strand hinunter in Richtung Wasser. Die meisten hielten es dort allerdings nicht lange aus. Bereits nach wenigen Minuten verließen sie das erfrischende Bad wieder, um rasch die Umkleiden aufzusuchen. Das Wasser ist nicht so kalt wie vor 2 Jahren und die Außentemperatur passt auch. Tolle Sache, sollte man machen. Kann ich nur empfehlen. Aber es ist wahnsinnig kalt, aber super. Ja, 6 Grad, ja. Aber hier draußen ist es jetzt schlimmer.
Ja, genau. Jetzt ein Glühwein und eine Suppe. Gut. Ja. Aushalten, wie lange waren Sie jetzt drin? Einmal rein und dann wieder raus. Meine Beine sind eingefroren. War das erste Mal jetzt oder schon ein paar Mal hier? Für mich das erste Mal, ja. Aber ich komme wieder. Auf jeden Fall. Erstmal schön, was wir erstmal warmes anziehen. Dann schön heißen Kakao oder sowas. Was Leckeres. Dann warm werden von innen. War schön kalt, sehr erfrischend. Ja. Ja. Das erste Mal jetzt hier gewesen? Wir sind das erste Mal hier. Ja. Und würden Sie nochmal wiederkommen? Ja, ich würde nochmal wiederkommen. Hallo, wie war's? Super, super klasse, das neue Jahr kann kommen. Das erste Mal jetzt hier? Nein, dritte Mal. Dritte Mal. Ja, immer toll. Was machen Sie jetzt? Jetzt werde ich mich abdrücken, jetzt gönne ich mir einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Das habe ich jetzt verdient. Danke, tschüss. Sehr schön. Also es war wirklich kälter als erwartet, aber man hat es am Ende geschafft. Ja, ich würde sagen, es war für die Mannschaft. Es war halt dann in der Schwimmmannschaft, in einer ganzen Gruppe, haben es halt so als Mannschaft die Sache gemacht. Ich glaube, aber ohne wäre besser gewesen. Ja. Neben warmen Getränken gab es auch eine heiße Gulaschsuppe der DLRG. Die Organisatoren und die Halterner Tafel waren mit dem Ergebnis des Neujahrsschwimmens sichtlich zufrieden. Wir sind ja von Rotary und von Lions. Zusammen unterstützen wir heute die Halterner Tafel mit den Erlösen aus dem Ganzen und freuen uns natürlich, weil die ja im Moment gerade auch wirklich viele Investitionen davor haben. Sternsinger-Aktion Dülmen. Am Freitag, den 5. Januar 2024, war es wieder soweit. In der Viktorkirche in Dülmen hatten sich rund 200 Sternsinger eingefunden, um die Requisiten für die Sternsinger-Sammlung in Empfang zu nehmen. Am Freitag, dem 5. Januar 2024, war es wieder einmal soweit. In der St. Viktorkirche Dülmen hatten sich mehr als 200 Sternsinger mit ihren Eltern aus den Gemeinden St. Viktor, Heiligkreuz und St. Josef eingefunden. Wir beginnen heute auf Stadtgebiet mit diesem großen Aussendegottesdienst um 9 Uhr, wo also die 131 Sternsinger aus Heiligkreuz und unsere 70 auch aus St. Viktor, St. Josef so eingeladen sind. Und das ist so das Startsignal. Und dann gehen quasi die Kinder im Stadtgebiet tatsächlich in Heiligkreuz und St. Viktor und St. Josef tatsächlich heute von 9 bis ca. 16.30 Uhr durch die Bezirke und bringen den Segen. Personalreferent Christian Rensing freute sich über die große Anzahl der Sternsinger, die zum Aussendungsgottesdienst gekommen waren. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine zentrale Sammelaktion in Deutschland. Und freuen sich natürlich über großzügige Spenden für die diesjährigen Projekte, die besonders für Kinder im Amazonasgebiet, im Regenwaldgebiet sind. Dieser Regenwald ist der größte Wald der Erde, zugleich ist er auch der älteste. Er beherbergt die größte Vielfalt aller Pflanzen- und Tierwelt weltweit. Mit einer Menschenkette symbolisierten alle Anwesenden, was ihnen die gemeinsame Sternsinger-Aktion für den guten Zweck bedeutet. Am Ende des Gottesdienstes segnete Christoph Rensing alle Sternsinger und die Requisiten, wie Kreide und Klebeschilder. Also meine Tochter macht zum ersten Mal jetzt mit und ja. Sie hat über die Grundschule darüber Informationen bekommen und die Mädels waren alle zusammen im Kindergarten und sind jetzt auch zusammen in einer Klasse. Und dann habe ich sich dazu entschlossen, daran teilzunehmen und die nehmen das auch sehr ernst und haben auch sich zum Üben verabredet. Das ist ich mache das tatsächlich einfach nur, weil meine Tochter das von der Schule aus gerne wollte. Aber so das Ziel, den Regenwald und so weiter, die Aktion zu unterstützen? Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, allerdings habe ich das gerade erst im Gottesdienst erfahren, dass es heute darum geht, ehrlich gesagt. Ein Gruppenbild mit allen Sternsingern schloss den Gottesdienst in der Kirche ab. Dann ging es hinaus in die Sammelbezirke. Ein Anlaufpunkt war wieder das Rathaus. Hier wurden die Kinder von der stellvertretenden Bürgermeisterin Annette Holtrup erwartet. Königin, ein tolles Bild mit euren Kronen, mit den Sternen. Und das sieht einfach wunderbar aus. Und dafür möchte ich euch heute ganz herzlich danken, dass ihr hier seid. Kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand.
Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Super, oder? Vom Rathaus aus ging es hinüber zum 1a. Dort wurde auch die Kita besucht. Als nächstes stand die Dürmener Zeitung auf der Besuchsliste. Auch hier lohnte sich der Gang. Noch bis zum Nachmittag werden die Sternsinger viele Häuser aufsuchen und den Segen der Heiligen Drei Könige überbringen. Vielleicht ist diese Aktion ja ein Lichtstrahl in dieser doch dunklen Zeit. Sternsinger-Aktion in Haltern am See 2024. Am 6. Januar 2024 trafen sich die Sternsinger in der Halterner Marienkirche. Nach dem Gottesdienst ging es dann zur Sammlung in die Stadtbezirke. Die Sternsinger waren am Samstag, den 6. Januar, wieder aktiv. Vor Beginn der Sammlung trafen sich die Kindergruppen aus drei Gemeinden zu einem Aussendungsgottesdienst in der Kirche St. Marien. Pfarrer Franzis Nworsu zelebrierte die Messe. Ja, wir haben für Marien dieses Jahr 40 Kinder, die mitlaufen. Für alle drei Innenstadtgemeinden zusammen sind es 80 Kinder. Die haben sich vorbereitet vor Weihnachten, haben ihre Gewänder ausgesucht, haben den Film geguckt, um auch zu wissen, wofür wir überhaupt Geld sammeln. In der Kirche lagen schon die Gelddosen und andere Gegenstände bereit. Pfarrer Nworsu erinnerte in seiner Predigt noch einmal an das Motto der Sammlung. Die Einnahmen sind für die notleidenden Kinder in Amazonien bestimmt. Und wir wollen mit unserer Aktion auch Leute aus diesen Umgebungen auch unterstützen. Wenn wir hinausgehen heute, begegnen wir Menschen, die auch mit ihrer Spende diese Aktion unterstützen. Am Schluss der Messe segnete Pfarrer Nworsu die Sammelbehälter und die Sternsinger mit Weihwasser. Nach einem Gruppenfoto ging es in die einzelnen Sammelbezirke. Und heute Morgen waren dann alle pünktlich hier und laufen jetzt durch die Gemeinden und sammeln Geld. Jetzt wissen die Kinder, wofür sie Geld sammeln, aber ich noch nicht. Was können Sie mir dazu sagen? Ja, für Kinder in Not, für Kinder im Amazonasgebiet, für unsere Erde. Es geht auch ein bisschen um Klimawandel und dass die Erde geschützt wird. Als Sternsinger viele Häuser aufsuchen zu können, machte den Kindern sichtlich Spaß. Überall wurden sie freundlich empfangen. Neben den Geldspenden gab es auch hier und da etwas Süßes. Für uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, für uns zum Kind. Nicht nur kleine Sternsinger waren im Stadtgebiet von Haltern unterwegs, auch erwachsene Sternsinger gab es. Darunter Bürgermeister Stegemann, Pfarrer Ostholdhoff und Christoph Kleinefeld von der Werbegemeinschaft. Hoch am Himmel steht ein Stern, spricht von Christus, unserem Herrn. Ja, also wir sind in diesem Jahr in zweiter Auflage unterwegs. Also im letzten Jahr gab es die Premiere. Da bin ich wirklich initiativ hier auf die beiden Kollegen zugegangen. Und sofort war Begeisterung dabei. Christoph Kleinefeld und Andreas Stegemann haben sofort Ja gesagt. Und jetzt bei der zweiten Auflage war es so, da waren die beiden sogar die treibenden Kräfte und haben gesagt, ist doch klar, dass das wieder genauso abgeht wie letztes Jahr. Ja gut, also ich runde das eigentlich nur ab, da ich ja Schützenkönig schon bin. Der eine oder andere sagt, so kleiner König der Stadt bin ich auch irgendwie. Nein, stimmt natürlich nicht. Aber mir war es auch ein Anliegen, eben diesen guten Zweck zu unterstützen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir wollen jetzt auch nicht in Konkurrenz treten, sondern wir sind Teil dieser Sammelaktion Sternsinger. Die Kinder sammeln für andere Kinder in Amazonien und das ist auch der wichtige Anlass. Und da wollen wir Aufmerksamkeit für schaffen und das ist eigentlich unser Sinn und Zweck der ganzen Sache. Dann geht es natürlich auch erstmal um die Zählung, damit wir überhaupt auch schnell wissen. Die Kinder sind ja immer auch ganz erpicht darauf, sofort das Ergebnis zu erfahren, am besten immer noch am Tag der Sammelaktion selbst.
Ja, also da werden die Rechenmaschinen heute sofort angeworfen. Neben verschiedenen Läden besuchen diese Sternsinger zum Beispiel auch die Feuerwehr. Bei der Vielzahl der großen und kleinen Sternsingergruppen hofft Pfarrer Ostholthoff auch in diesem Jahr wieder auf eine ansehnliche Summe für das Kindermissionswerk. Trecker-Demo in Dülmen. Um auf Missstände in der Politik aufmerksam zu machen, veranstalteten die Landwirte einen Demonstrationszug von Dülmen nach Coesfeld. Es entstand ein beachtliches Verkehrschaos. Ja, geplant haben wir ja nicht so viel. Es war ja vorher im Vorfeld bekannt, dass in Notteln die Kundgebung ist. Und natürlich hat sich so jeder mit seinen Nachbarn abgesprochen. Und wir haben uns heute Morgen auch frühzeitig von der Nachbarschaft mit ein paar Leuten getroffen. Und ja, so nach und nach hat sich das dann entwickelt. Und die Truppe ist immer größer geworden. Und ja, in Notteln sind wir letztendlich, glaube ich, mit circa 800 Schlepper angekommen. Der Konvoi startet jetzt. Ein Teil der Schlepper ist bereits auf der Straße. Ich denke, so ungefähr die Hälfte müsste jetzt unterwegs sein. Da hängen wir uns jetzt auch noch dran. Und dann geht es gemeinschaftlich von Notteln nach Coesfeld. Heute Morgen war ja ein Riesenstau da an der B474. Das war ja auch wahrscheinlich beabsichtigt, damit die Leute aufmerksam gemacht werden, oder? Ja, das hat sich so ergeben. Und klar, ich war davon auszugehen, dass es dazu kommt. Da war allerdings ja nur jetzt auch nichts angemeldet. Aber ich denke, alle Landwirte haben sich da entsprechend vorsichtig verhalten. Also ich hatte mehrmals Kontakt auch mit der Polizei. Die waren also komplett auf unserer Seite. Mir ist weder über Zwischenfälle noch besondere Vorkommnisse irgendwas zu Ohren gekommen. Also alles, was ich gehört habe, war sehr positiv. Auch seitens der Polizei war man da völlig tiefenentspannt. Jetzt waren Sie ja nicht die Einzigen, die an der Demo teilnahmen. Ich habe auch Baufahrzeuge gesehen, die da mitliefen. Wie haben Sie das beobachtet? Ja, wir haben ja, ich sag mal, in den letzten Tagen berichtet und immer mehr Leute, auch nicht direkt aus der Landwirtschaft, sondern aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, aber auch ganz andere vom Maler, Lackierer, Bäcker, Metallverarbeiter, Elektriker, also sämtliche Branchen waren vertreten, die also auch so mit der aktuellen politischen Situation sehr unzufrieden sind und sich deswegen da ja, an diese Proteste drangehangen haben. Jetzt wurde ja die Änderung der Kraftfahrzeugsteuer für Traktoren bereits zurückgenommen. Sie sind damit wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Was soll sich jetzt weiterhin ändern? Ja, also aktuell werden ja immer diese beiden Punkte dargestellt. Wenn man mal ehrlich ist, geht es ja ums große Ganze. Letztendlich haben die beiden Dinge zum Überlaufen gebracht, beziehungsweise die Faxen lagen dann so dicke, dass die Landwirte gesagt haben, so, das reicht jetzt, das Maß ist jetzt voll. Aber wenn man ehrlich ist, geht's ja schon um die gesamte politische Ausrichtung. Wir haben ja so viel erlebt in den letzten Wochen und welche Dinge da alle diskutiert werden, angefangen beim Heizungsgesetz. Und da muss man ganz klar sagen, das Maß ist jetzt voll und wir wünschen uns einfach eine komplett andere Ausrichtung der Politik. Wir wollen da weder irgendjemanden abstrafen. Wir wollen da nicht irgendjemanden stürzen, so wie man es in den Medien lesen kann, sondern wollen unsere Unmut da kundtun und hoffen darauf, dass die Politik endlich in vielen anderen Themen auch einlenkt und auch mal wieder pro Landwirtschaft entscheidet und nicht immer gegen die Landwirtschaft. Jetzt ist ja praktisch nicht nur die Bundesregierung dabei, es geht ja auch um die EU-Richtlinien, besonders wegen der Stallhaltung und sowas. Da gibt es ja auch ständig wechselnde Normen. Wie sehen Sie das da? Ja genau, Sie sagen es ja selbst schon, das ist ja unser Problem. Wir wollen endlich wieder eine Beständigkeit und eine Planungssicherung oder Planungssicherheit vor allen Dingen. Weil als Landwirt, wenn Sie Investitionen tätigen, müssen Sie auch Sicherheit haben, dass diese 10 Jahre mindestens Bestand hat, weil wir haben ja so viel erlebt und innerhalb von 2 Jahren werden die Dinge wieder über den Haufen geschmissen. Wie sollen junge Landwirte da noch eine Entscheidung fällen, wenn man da gar keine
Sicherheit mehr hat seitens der Politik. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir alle hier heute auf die Straße gehen. Jetzt hat Landwirtschaftsminister Özdemir ja bereits angekündigt, dass er keine weiteren Zugeständnisse machen will. Wie weit wollen die Landwirte gehen? Da kann ich abschließend nicht beantworten. Also was ich beantworten kann aus unserer Runde, alle, die heute unterwegs waren, es war heute friedlich und es wird auch in Zukunft friedlich bleiben. Der Ton wird aber rauer werden, da gehe ich fest von aus. Und ja, entscheidend ist, wie die Politik sich jetzt in den nächsten Tagen verhält, wie auch, ich sag mal, wie auch da diese Demonstrationen aufgefasst werden. Wir haben ja gesehen, wie diese Situation mit Habeck eskaliert ist. Da muss ich aber ganz klar sagen, da schreibt sich nicht die Landwirtschaft auf die Fahne. Da waren dann mit Sicherheit auch Leute aus einem anderen Milieu unterwegs. Und diese Leute, ganz klar betont, wollen wir bei uns nicht haben. Da sondern wir uns ganz klar von ab. Uns geht es um die Themen und das friedlich. Und wie es jetzt weitergeht, muss man jetzt im Nachgang wirklich mal in Ruhe abwarten. Umfrage Haltern am See 2024. Welche Vorsätze haben Sie gefasst? Welche Bedenken haben Sie bei den Sparplänen der Ampelregierung? Diese und andere Fragen beantworteten die Bürger in Haltern am See. Das Jahr 2024 ist da. Viele Menschen in Haltern am See haben sich für das jetzt anlaufende Jahr etwas vorgenommen. Ob sie die Vorsätze einhalten, ist fraglich. Rauchen gar nicht und trinken auch nicht. Also ich mache im Grunde also gute Vorsätze, was Gutes tun, für die Umwelt schützen. Ja, das ist eigentlich für mich wichtig. Ne? Welche Vorsätze? Keine wirklichen, aber ein bisschen mehr Sport sollte es sein. Ja, mal gucken. Ich bin beim Kieser aktiv, aber ein bisschen laufen, ein bisschen joggen. Ja, das wäre wohl so meins. Mal gucken. Rauchen ist sowieso nicht, aber weniger essen schon. Ja. Oh, wir wollen hoffen, dass es nur was Gutes ist und nicht Schlechtes. Wenn das so wird wie das 2023, bin ich zufrieden. Nö, einfach so weiterleben wie jetzt. Einfach das Leben genießen. Also ich bin Pensionär, mir geht es gut und ich hoffe, dass es anderen genauso gut geht. Geht bei mir genauso. Einfach gesund weiterleben. Hä? Und die Zeit genießen, die wart. 24 ist für mich eine schlechte Zahl, weil ich bin 54 geboren und da steht jetzt eine 7 bei mir. Das ist nicht so schön. Aber ansonsten geht es mir gut. Nein. Keine Vorsätze, nein. Nein, vollkommen gesund. Also geraucht habe ich aber vor 30 Jahren und dann habe ich ganz plötzlich aufgehört. Ja, und dann war es gut. Ja, das war also, Rauchen habe ich nicht. Ja, ich müsste ein bisschen abnehmen, das wäre immer das Problem, aber das haben wir ja alle, ne? Ja, ja und ja, ansonsten habe ich nichts mehr. Ja, wir spielen leidenschaftlich gerne Doppelkopf, mein Mann und ich. Das aktuelle Weltgeschehen macht auch den Halterner Bürgern Sorgen. Vor allem durch Teuerungen bei den Energiekosten und in der Gastronomie befürchten viele Einschränkungen im täglichen Leben. Was befürchten Sie denn? Die Bundesregierung hat ja einige Sparprogramme aufgelegt. Es gibt keine Gaspreisbremse mehr, 19% in der Gastronomie. Oh, das ist schon ganz schön schlecht für die Gastronomen, sag ich mal. Ne? Ja. Also mir macht mehr Angst diese schwierige Situation, der Krieg ja, in der Ukraine, Israel, was dann eben hier so dieser Hass, der so rüberkommt, der macht mir ein bisschen Angst. Also kann man einfach nur abwarten, was kommt. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Sorge. Genau. Viel schlechter kann es ja nicht werden. Ne? Ja, wir sind ja gespannt, wie es wird, wenn wir mal essen gehen, ob dann schon die Preise erhöht sind. Ne? Wissen Sie, was wir befürchten, das sind einfach ungünstige Entwicklungen auf der Welt. Sprich Ukraine, Israel, das wollen wir nicht haben. Wie gesagt, da also habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, aber ich gehe mal von aus, es wird nicht besser. Ja, finde ich nicht ganz so gut, aber was wollen wir machen? Ja, aber die Stadtwerke hat uns angeschrieben, dass die Gaspreise fallen und die Strompreise auch. Aber jetzt durch die andere Erhöhung kommt ist das ja wieder der Ausgleich. Ne? Also ich finde es richtig, dass die ausläuft, denn viele Besserverdienende haben diese Subvention überhaupt nicht nötig. Das heißt, es wäre in Ordnung, wenn man das also den unteren Einkommen gegeben hätte und nicht
den gut situierten. Und ich hätte diese 300 Euro nicht gebraucht. Ich brauche auch keine Wärmeprämie. Also ich hätte das noch alleine tragen können. Wir müssen alle irgendwo sparen. Also da sitzen wir alle in einem Boot. Ne? Und was dieses Jahr, ich habe ein bisschen Bammel vor das Jahr, was da so alles auf uns zukommt. Ich denke, wir waren immer sparsam, auch mit dem Gas und mit dem Licht und so. Wir haben das immer schön runtergehalten und wenn wir rausgegangen sind, auch wieder runtergestellt. Und morgens, wenn wir aus dem Bad rausgehen, stellen wir die Heizung auch wieder runter. Und von daher sind wir da also sehr sparsam. Es muss überall gespart werden, aber wir stöhnen also alle auch, wenigstens wir Rentner, auf hohem Niveau. Die überwiegende Mehrzahl der Halterner Bürger hofft, dass die Teuerungen nicht so drastisch ausfallen. Auf die Frage, welche Partei sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr wählen werden, sind sich die meisten noch unschlüssig. Umfrage in Dülmen im Jahr 2024. Was haben Sie sich zum neuen Jahr vorgenommen? Welche Bedenken haben Sie bei den Sparplänen der Ampelregierung? Diese und andere Fragen beantworteten die Bürger in Dülmen. Das Jahr 2024 ist da. Viele Menschen in Dülmen haben sich für das jetzt anlaufende Jahr etwas vorgenommen. Ob sie die Vorsätze einhalten können, ist fraglich. Ach so. Wir machen so eine kleine Umfrage zum Jahr 2024. Was haben Sie sich als Vorsatz vorgenommen oder gar nichts? Weniger Zucker essen. Ja? Ja. Ich möchte ein bisschen achtsamer leben und auf jeden Fall auch, wir sind schon in der Urlaubsplanung, ganz viel Urlaub machen. Nein, normal, weiter so. Wenn es so wird wie das vorherige, bin ich zufrieden. Weniger rauchen? Das ist alles schon erledigt, schon ganz lange weg. Ja, ja, ebenso. Gesundheit ist das höchste Gut. Genau. Dann können wir auch einige Dinge unternehmen, auch mal wieder in Urlaub fahren. Ja. Das ist eine wunderbare Sache dann. Gibt es Vorsätze irgendwie? Wollen Sie aufhören mit dem Rauchen? Wahrscheinlich nicht. Nee, nach 52 Jahren nicht mehr. Das lohnt dann nicht mehr. Aber halt ein bisschen mehr Familie machen. Ja. Nein, ich rauche sowieso nicht und ich mache es nicht mehr, weil meistens klappt es eh nicht. Ja. Und das entscheide ich immer, wenn es gegeben ist. Ich mache auch gar keine Vorsätze, nein. Es kommt wie es kütt, wie es kütt. Es kommt, wie es kommt, ja. Ich rauche gar nicht, aber vielleicht vom Essen her. Vielleicht weniger Fleisch, vegetarisch oder so. Wenn man heute auf morgen sagt, ich mache das nicht mehr, dann kann man es auch schaffen. Das aktuelle Weltgeschehen bereitet auch den Dülmener Bürgern Sorgen. Vor allem durch Teuerungen bei den Energiekosten und in der Gastronomie befürchten viele Einschränkungen im täglichen Leben. Es waren ja früher auch 19%. Allein durch Corona ist das ja alles herabgesetzt worden. Und irgendwo müssen die Steuern ja wieder herkommen. Meine Meinung. Sag mal, die 7%, die im Vorfeld waren, und jetzt die 19%. Man sollte diese Dinge nicht unterschiedlich bewerten. Das wäre für mich ein bisschen nachvollziehbarer. Finde ich unfair. Es gibt genug andere Dinge, die von der Regierung einfach so bezahlt werden, die nicht nötig sind. Da gibt es einen Verkehrsminister, der für 30 Millionen überhaupt nicht in Verantwortung gezogen wird. Und dann frage ich mich, warum der kleine Bürger für alles aufkommen muss. Ich bin da ganz auf der Seite von meinen Eltern. Also was die mit den deutschen Bürgern heutzutage machen, das geht gar nicht. Nee. Wir brauchen selber, so viele bei uns sind in Not und brauchen Hilfe. Da wird einfach nur weggeschaut und das ganze Geld nach außen gesteckt und finde ich unfair, finde ich das, genau. Haben wir doch schon alle. Die zahlen wir doch schon ein paar Monate. Da müssen wir, wir können nichts dran ändern. Wir müssen es als einzelne kleine Person, denke ich mal, können wir da nicht viel dran ändern. Ich habe einen guten Anschlussvertrag bekommen, der unwesentlich teurer ist wie im letzten Jahr. Wir wollen es natürlich hoffen, dass es so bleibt. Die überwiegende Mehrzahl der Bürger hofft, dass die Teuerungen nicht so drastisch ausfallen. Auf die Frage, welche Partei sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr wählen werden, sind sich die meisten noch unschlüssig. Soweit, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, unsere Sicht auf das örtliche Geschehen in Dülmen und Haltern am See.
Im Namen des gesamten Teams von LokalTV bedanke ich mich für Ihr Interesse. Sie können diese Beiträge zu verschiedenen weiteren Terminen bei NRW Vision noch einmal sehen, aber auch jederzeit auf www.medienverein.org im Internet. Im Februar werden wir Sie mit neuen Berichten aus der Region informieren. Bis dahin, machen Sie es gut, geben Sie auf sich Acht. Mein Name ist Georg Nockemann, ich sage Ihnen Tschüss.